Die Kassen sind in Konstanz weiterhin voll. Die Grenzstadt bleibt bei Schweizer Einkaufstouristen beliebt. Und auch die Parkhäuser sind besetzt, aber nicht mehr jeden Tag. Bei den Ausfuhren zeichnet sich eine Trendwende ab. Im Raum Konstanz sank die Zahl der grünen Ausfuhrscheine letztes Jahr um 4%. Ja, wir merken in der Stadt, dass der Sparer von der Innerschweiz nicht mehr so nach Konstanz kommt. Man sieht es daran, dass die Drogeriemärkte etwas weniger frequentiert sind. Dort wurde sehr viel auf Vorrat eingekauft, so stark, dass sogar Begrenzungen für einzelne Produktgruppen wie zum Beispiel Windeln eingeführt werden mussten. Auch im Raum Lörrach sprechen die Zahlen für eine Trendwende. Minus 1,3% bei den Ausfuhrscheinen. Der 10-Jahres-Vergleich zeigt allerdings, wie groß der Einkaufstourismus noch immer ist. 2008 wurden 2,3 Millionen Ausfuhrscheine abgestempelt, 2016 der Höhepunkt mit 6,4 Millionen, letztes Jahr dann der leichte Rückgang. Es ist ein Thema, wir werden das beobachten, keine Frage, aber Pro Lörrach ergreift aktuell keine Maßnahmen und solange sich das in diesem Rahmen einpendelt, den hatten wir ja auch vor 2015, den gleichen Wechselkurs, gehe ich davon aus, dass es weiterhin gut funktionieren wird. Auf Schweizer Seite freuen sich die Händler über den schwächeren Franken. Offizielle Zahlen über den Effekt gibt es zwar noch nicht. Matthias Böhm von Pro Innerstadt Basel sagt aber, im Detailhandel habe sich vor allem die Stimmung aufgehellt. Man kann wieder vorwärts arbeiten, auch zahlenmäßig. Das wirkt sich dann automatisch positiv auf die Stimmung aus. Und auch bei den Kunden ist der Reiz vom Erlebnis-Shopping über die Grenze ist sicher massiv abnehmend. Der Höhepunkt im Einkaufstourismus könnte also überschritten sein. Doch das Niveau bleibt hoch und der Onlinehandel ist die noch viel größere Herausforderung.